Wir hatten ja eine Anreise von ca. 85 Kilometern. Und ich muss sagen, es ist hier noch nebliger als bei uns. Also wird das halt wieder ein Nebelvideo hier. Hier ist die Hundequelle. Aber es läuft kein Wasser die Rinne runter. Jetzt geht die Nebelwanderung weiter. Hier wäre bestimmt eine gute Aussicht gewesen. Aber leider nein. Aber der Nebel hat auch seinen Reiz. So, jetzt wollen wir hier hoch. Und bis Burg Altena schaffen wir heute nicht. Zu Fuß. Wir müssen ja wieder zurück zum Auto. Von Dornrade bis Burg Altena sind ungefähr 16 Kilometer. Das wäre hin und zurück 32, das ist zu heavy. Das heißt, es wird auf diesem nördlichen Arm noch ein Video geben. Ein Vorteil hat das Ganze, dass ich ohne Fahrrad bin. Wir brauchen hier den Berg nicht hochschieben. Boah, es geht jetzt hier schon die ganze Zeit bergauf. Jetzt sind wir schon auf 491 Meter. Schade, jetzt ist uns diese schöne Aussicht verwehrt. Ist leider nichts zu sehen. Heute Nachmittag soll die Sonne mal rauskommen. Aber dann sind wir wahrscheinlich nicht mehr hier. Hier haben wir ein kleines Türmchen. Total glitschig die Stufen. Ich lasse das lieber. Man sieht sowieso nichts. Jetzt überqueren wir hier so eine Straße und da ist auch ein Parkplatz bei. Aber das ist ein bisschen nah noch. Ein bisschen wollen wir noch laufen. Ich hatte schon die Befürchtung, dass das kleine Türmchen eben der Quitmannsturm war. Aber da kommt wohl noch ein anderer. Hier wäre jetzt auch eine Bushaltestelle bei. Und da fährt sogar samstags ein Bus nach Neuenrade. Das wäre vielleicht eine Option für den Rückweg. Müssen wir uns mal festhalten. So, hier wäre jetzt auch ein Parkplatz dabei. Hier sind uns aber noch ein bisschen zu nah hier. Wir laufen ein Stück hier weiter. Wir sind also nicht die Einzigen, die in der Nebelsuppe rumlaufen. Es gibt noch mehrere. So, jetzt sind wir hier am Kohlberg. Und wir sind jetzt hier.
Für uns geht es hier rechts hoch. So, hier sehen wir auch schon den Quidmannsturm. Ich weiß gar nicht, warum ich hier hochgehe. Wir sehen sowieso nichts. Wir sehen nichts. Hier steht das, was man sehen könnte. Und hier noch was. So, jetzt geht es hier weiter für uns. In diese Richtung. Wem auf dem Sauerland-Höhenflug langweilig ist, der kann hier noch zwischendurch ein paar Klimmzüge machen. Wir folgen auch gerade parallel einem Trimmlichtpfad. Jetzt geht sie wieder so einen Pfad lang. Hier steht so manchmal für die Toten bei der Weltkriege. Wie es hier aussieht, haben hier die Wildschweine gewütet. Das ist hier der Neuenrader Babywald. Und immer mal wieder eine Schutzhütte. Wir sehen zwar nichts, aber es ist wenigstens von oben trocken. Ist auch schon mal viel wert. Hier ist schon mal Burg Altena ausgeschildert. Und weiter geht's durch die Nebelsuppe. Wird und wird nicht besser. Wir sind am Nachdenken, wie wir es am besten machen. Zu Burg Altena zu laufen und da irgendwie mit dem Bus nach Neuenrade halte ich für keine gute Idee, weil ohne Aussicht macht das ja auch keinen Spaß so richtig mit der Burg. Das heißt, wir laufen jetzt nochmal so 1-2 Kilometer und gucken, ob hier irgendwo ein Parkplatz oder irgendwas ist, wo wir dann hier die Tour beenden können. Da macht man das letzte Stück besser, wenn gute Sicht ist. Kann man auch bis ins Lennetal runter gucken. Das macht so keinen Sinn.
Das ist für mich auch immer schwierig zu entscheiden, weil ich wohne in einer ganz anderen Gegend. Ich wohne auf 475 Meter. Gut, das ist so ähnlich hoch wie hier. Aber wenn es bei uns neblig ist, muss es hier noch lange nicht neblig sein. Das macht die Sache so schwierig zu entscheiden. Und genauso ist es. Kein Regen, dafür mehr Nebel hier. Vielleicht wäre es besser, wenn es regnet, dann drückt es wenigstens den Nebel weg. So, und da, wo ich das gerade alles erzählt habe, mit der Rückfahrt und so, und mit dem Ende dieses Teils, da muss man das verlaufen. Jetzt muss man das Stück, diese 400 Meter wieder zurückgehen und sind jetzt auf dem richtigen Weg wieder. Jetzt laufen wir noch diesen Kilometer ein bisschen Imat und dann sehen wir weiter. Jetzt geht's hier weiter. Jetzt geht's immer leicht abschüssig. Das ist immer ein gutes Zeichen. Dann geht's immer zur nächsten Ortschaft. Weil sehen tut man hier nichts. So, jetzt sind wir vom Sauerland-Höhenflug ein Stück weg, weil wir hier eine Bushaltestelle gesehen haben. Wir sind ja am Gasthof Elfenforen und hoffen, dass wir jetzt von hier mit dem Bus nach Nordenrade kommen. Das ist einfach ein Versuch. Ich glaube, wir sind falsch hier. Der fährt Richtung Hemer. Da kenne ich mich nicht aus. Jetzt sind wir mal an der Bushaltestelle gegenüber. Aber so richtig schlau werden wir hier nicht raus. Vielleicht kommen wir hier irgendwie Richtung Nordenrade. Mal abwarten. So, jetzt ist es 13 Uhr. Und nach dem Plan sollte um 13.11 Uhr hier im Bus stehen. Wir warten gespannt. So, jetzt ist es 15 Uhr. Jetzt sind wir wieder in Nordenrade. Das war jetzt eine kleine Himmelfahrt mit Bus und Bahn hier hin. Wir sind dann von dem Gasthof in der Nähe von Imat sind wir nach Altena zum zentralen Omnibusbahnhof mit dem Bus gefahren. Von da mit dem Zug nach Werdohl. Da muss man wieder umsteigen, um mit dem Bus nach Nordenrade zu kommen. Das Ganze für 11 Euro für zwei Personen. Aber immer noch besser gelaufen. So, dann beende ich das Video hier mal. Und wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und viel Glück und viel Gesundheit. Dann würde ich sagen, tschüss und winke, winke.